Und was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass immer wieder so Sequenzen zwischendurch kommen. Achso, muss ich jetzt zur Tür? Also nicht diese Sequenzen gerade, sondern die Sequenzen mit den Videos, meine ich natürlich. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut gemacht. Die Nasher nutzen das Chaos. Sie wollen die Krone von Neverwinter. Sie haben die Seherin in ihrer Gewalt. Ihr müsst sie aufhalten. Und was ich sehr, sehr gut finde, also das habe ich bisher nur bei Teso, glaube ich, gehabt, ansonsten nirgendwo, dass das Ganze deutsch synchronisiert, nicht synchronisiert, aber dass es, kann man die Sachen eigentlich hier auswählen? Nee. Dass es gesprochen wurde, dass es wirklich auf Deutsch gesprochen wurde, dass es überhaupt gesprochen wurde, finde ich sehr gut, weil bei den meisten muss man es einfach lesen und da habe ich dann ehrlich gesagt auch keine Lust und klicke das dann einfach immer weg und weiß nachher mit der Story gar nicht, was ich da jetzt eigentlich machen muss. Wo sehe ich eigentlich, ob ich mich aufladen kann? Ich glaube, oben neben der 5 kann das sein, dass das dass das bedeutet, wie viel Magicka ich habe oder so? Ich bin mir nicht so sicher. Meine Ausdauer dürfte es eigentlich nicht sein, weil die ändert sich da oben nicht. Du bist tot, oder? Habe ich jetzt irgendwas am Leuchten? Hallo? Wie außer Sicht? Ich stehe davor. Ach, Diebstahlfertigkeit oder Paket notwendig. Okay. Also man kann anscheinend ohne zu bezahlen nicht alles machen in dem Spiel. Was jetzt schade ist. Man kann aber schießen, während man läuft. Das ist schon mal gut. Nur wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, wie viel Leben ich eigentlich habe, weil ich nirgendwo was sehe. Kann ja nicht sein, dass mein Leben unendlich ist. Ich hatte eigentlich auf den vorderen gezielt, aber ist in Ordnung. Okay. Also alles, was so schimmert, kann man wohl offensichtlich mitnehmen, benutzen, wie auch immer. Wie beschädigt, hä? Wieso war das beschädigt? Was soll denn der Quatsch? Was ich auch gut finde, dass man sich so umdrehen kann, wenn man was aufhebt. Oh. Ach, der ist schon tot mit einmal wegschlagen, oha. Okay. Ich habe hier nur Lutscher als Gegner heute. Ich weiß auch nicht. Was ist denn mit euch los, Jungs? Mit die Geräusche, die gefallen mir ja so gar nicht. Das ist schon ein bisschen, naja... Und ich finde es halt blöd, dass es kein Tutorial gibt oder man am Anfang irgendwie mal erklärt bekommt, okay, die und die Taste musst du jetzt drücken, um das und das zu erreichen. Weil das wäre natürlich schöner gewesen. Ich weiß noch nicht, wie ich mich auflade, ob ich mich auflade. Ich glaube, dieses neben der Zahl oben, neben der 5, das ist einfach nur dieses Level-Update. Vereise. Dieses Klappern ist halt immer, wenn ich versuche, irgendwas zu machen. Muss ich hier nicht. Hallo? Achso, jetzt kann ich. Wenn ich versuche, irgendwas zu machen, wo ich halt noch keine Magicka für habe. Da gucken wir mal eben. Diebstahl der Krone. Wir wollen bloß die Krone, rühr also nichts anderes an. J für mehr Infos. Okay.
Keine Ahnung. Oh, hier hat gerade was geglitzert, das ist weg, schade. Die Nasher haben sich während Valindras Angriff auf die Stadt in die Gewölbe geschlichen. Sie sind hier, um die Krone von Neverwinter zu stehlen. Sie hatten ihr Ziel fast erreicht, aber dann haben sie die Toten im unteren Gewölbe erzürnt. Sie bekämpfen sich da unten gegenseitig. Ich habe sie hinter dem geheimen Eingang zum unteren Gewölbe eingeschlossen. Es gibt dort einen geheimen Schalter im Bücherregal hinten an der Wand. Haltet die Nasher auf, bevor sie die Krone kriegen können. Achso, ist nicht schnell genug. Wieso leuchtet das jetzt hier? Weil ich da was machen kann, okay. Ah, clever. Oh, ist nicht euer Ernst, oder? Muss ich mich heilen? Weil ich meine, ich denke mal... Achso, wenn ich F drücke, steht dann da wohl erholt, okay. Bleibst du mal stehen hier? Hallo? Wieso bekämpfen die sich denn jetzt hier gegenseitig? Da ist was. Ach so, das kann ich wieder nicht. Ach, das ist ja ätzend. Ich meine, gut, Diebstahlfähigkeit, okay, dann muss man halt... Obwohl, nee, ein anderer Charakter, glaube ich, alleine reicht nicht. Hilfe. Die gehen jetzt aber nicht alle gleichzeitig auf mich los, oder? Hä? Weil ich losgelassen habe? Das ist ja doof. Weil ich losgelassen habe, war das jetzt wieder komplett voll bei dem. Guten Tag. Darf ich Sie einmal unterbrechen, bitte? Ich glaube, das finden die nicht so nett. Kann ich das nehmen? Ja, das kann ich nehmen. Das ist... Ach so, ich wollte dich töten. Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass du zu uns gehörst. Moment, ich muss aber, bevor ich mit dir spreche... Ich weiß ja nie, wo ich dann auskomme, wenn ich mit jemandem spreche. Muss ich mal eben alles klauen, was ich hier finde. Ich glaube, sonst ist hier nichts, oder? Ah, ihr seid hier. Oder, Moment, seid ihr das wirklich? Also, hier meine ich. Sehe ich aus wie eine Fata Morgana oder was? Oh, natürlich. Ich bin mir nur manchmal... ...wart oder eine mögliche Zukunft sehe. Ich bin eine Seherin, müsst ihr wissen. In den meisten meiner Visionen werde ich von euch gerettet. Doch ich hatte auch einige, in denen ich ohne eure Hilfe entkommen musste... Und da waren auch welche, die ich lieber ganz vergessen würde. Immerhin weiß ich nun, dass ich mich etwas entspannen kann. Ich bin sehr erfreut, dass ihr mich gerettet habt. Nicht nur, weil es mir so erspart geblieben ist, gefressen zu werden, sondern auch, weil gerade ihr die Person seid, deretwegen ich nach Neverwinter gekommen bin. Aber mal nebenbei bemerkt, es sind sehr, sehr viele bekannte Synchronstimmen. Das finde ich gut. Ja. Meine Visionen zeigen, dass ihr einen großen Einfluss auf die Zukunft von Neverwinter und der ganzen Schwertküste haben werdet. Ich habe euch schon zu lange aufgehalten und es gibt viele wichtige Dinge, um die ihr euch kümmern müsst. Außerdem muss ich hier in der Bibliothek noch einige Nachforschungen anstellen, bevor ihr mir helfen könnt. Oder habe ich das bereits getan? Oh. Vitamin D, Mann. Nein. Ja, richtig. Ich muss diese Nachforschung noch anstellen. Kommt wieder zu mir in die Bibliothek, sobald ihr eure Aufgabe in Black Lake erfüllt habt. Herrje, vergesst bitte, dass ich das erwähnt habe. Kommt einfach zu mir, sobald ihr Zeit habt. Okay. Ja, kein Thema. Muss ich mit... Nee, ich muss nicht mit dir raus. Ich muss woanders hin, okay? Aber ich glaube, diese Teleportation... Geht ja auch ganz schön auf die Reserven. Ich glaube, das darf man nicht zu oft machen. Wieso muss ich jetzt hier unten mit den Gegnern rausgehen und die geht gemütlich da oben raus? Das finde ich aber nicht nett.
eigentlich nur ein Zombie? Gegner? Ja. Aber kein Bossgegner. Oh, ich dachte gerade schon. Ist das jetzt hier ein Horrorspiel mit Schreckeffekten oder was? Gib mir deinen Geist, ich geb dir meinen. Obwohl, ich behalte meinen lieber. Ja, und ich weiß, es ist schrecklich, wenn ich singe, wenn ich krank bin. Nein! Nein! Was habe ich jetzt gedrückt? Hilfe! Habe ich Q gedrückt? Aus Versehen? Scheiße. Aber ich weiß jetzt, dass ich alles vereisen kann, was mir so in die Quere kommt. Kann ich das auch vereisen hier? Ich habe keine Kraft, oder? Mist. Aber... Schade. Oder habe ich irgendeine falsche Taste? Nee, ich habe F gedrückt. Hat er das danach einfach zerstört? Fragen über Fragen, auf die ich wahrscheinlich nie eine Antwort kriegen werde. Ja! Heiz dich auf! Heil dich! Ach so, wenn ich F drücke, kann die sich gar nicht heilen. Halt die sich jetzt noch hoch? Hallo? Keine Ahnung. Ich geh mal weiter. Hast du dich gerade bewegt? Ihr seid zu spät! Die Krone gehört den Näschern! Bist du jetzt mein Gegner? Werdet ihr auch noch alle meine Gegner, oder? Ist der immun? Der tut doch gerade gar nichts. Hast du gedacht, wa? Ha! Blöd, Mann. So, was haben wir hier? Müssen wir dich mitnehmen? Wahrscheinlich. Pantoffeln. Oh, schön. Damit wir hier keinen Schmutz hinterlassen wahrscheinlich. Ich hoffe, es schließt jetzt keiner hinter mir ab. Einfach mal alles mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche, aber einfach mal alles mitnehmen hier. Es tut mir übrigens leid, wenn ich hier so ein bisschen zappelig in der Steuerung bin. Da hinten kann ich da noch was machen. Vielleicht sollte ich wirklich mal... Kann man den öffnen? Naja. Kann ich mich auf den Thron setzen? Leider auch nicht. Schade. Ich sollte das vielleicht nicht ganz so schnell einstellen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo umstellen kann, dass das nicht so schnell ist. Mach doch mal auf hier. Ich will nach oben. Ich will Gegner töten. Oder wenn wir jetzt bei DBD wären, würde ich sagen... Mama will spielen. Ein grünes Huhn? Was war das? Ich habe einen Titel verdient. Moment, da gehen wir mal ganz kurz rein. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt war, aber irgendwo habe ich das mal gesehen. Hier, Titel. Hintergrund der Mondscheininsel. Oder sowas. Gameplayerin der Mondscheininsel. Ja. Schöner Name. Keine Ahnung. Sind das? Achso, ich dachte schon, das ist irgendwie. Ich würde ja gerne mal die Hühner kaputt machen. Die sehen ja eher aus wie Hühnchen hier aus Monkey Island oder so. Das ist eine Schutzhenne. Mädchen, was hast du denn?
Ist irgendetwas mit dir? Du siehst so aus, als ob du schreckhaft bist irgendwie. Macht dir der gute Mann Angst? Oh Gott, das sind die Rennenhennen. Wer kennt den Film noch? Hennen, die Hennen rennen, oder wie hieß der? Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ah, ihr seid es. Ja, wer sonst? Es war ein harter Kampf, aber die Stadt ist wieder sicher. Danke für eure Hilfe im Gewölbe. Ohne euch wäre Sibella jetzt wohl tot. Diese verdammten Nasher waren tatsächlich so vermessen, Valindras Angriff für ihren Überfall auszunutzen. Es ist bedauerlich, dass sie sich mit der Krone von Neverwinter davonstehlen konnten. Die Krone ist ein Symbol für die rechtmäßige Herrschaft über die Stadt. Wir müssen sie zurückbeschaffen, bevor die Nasher damit eine Rebellion anzetteln können. Kein Thema, mach ich. So lasch wie die Gegner hier gerade sind. Hilfe! Was war das jetzt? Okay, also, ich gehe mal eben zwischenzeitlich raus, weil ich gerade versuche, mich hier umzuschalten. So, weil ich nämlich sagen würde, da wäre jetzt diese... Da war schon wieder dieses grüne Huhn. Oh Gott, ich glaube, die verfolgen mich heute Nacht noch in den Träumen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Weil ich nämlich eigentlich jetzt hier die Folge erstmal abschließen werde. Und mit dem Feldwebel Nox reden wir dann in der nächsten Folge nochmal. Bisher, also gut, die Grafik ist nicht so dolle und so, aber also es ist auch nicht so, dass mich das Spiel packt, bin ich ganz ehrlich. Aber eine Folge möchte ich auf jeden Fall schon gerne noch aufnehmen. Es kann sein, ja, dass ich vielleicht noch weitere Folgen aufnehmen werde. Es kann aber auch sein, dass ich sagen werde, dass ich das Ganze nur noch streamen werde. Vielleicht, dazu tendiere ich jetzt, falls ich noch weiterspielen werde, vielleicht werde ich das dann so machen, dass ich dann von ihr weitere Folgen aufnehmen werde. Und wenn ich mir einen neuen Charakter erstelle, dass ich dementsprechend die Folgen dann im Stream vielleicht mal, ja, streamen werde, logischerweise. Also da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, aber das könnte wirklich sein. Also falls mir das einigermaßen Spaß macht und ich jetzt so mit dem Main, ich meine, die scheint ja ziemlich stark zu sein, so als Magierin. Meistens sind es ja die Magier, die stark sind. und ja, ich weiß halt nicht, wie die anderen dann aussehen. Ne? Also eine Assassine würde ich mega gerne auch mal spielen. Ich liebe Assassinen. Ich liebe es auch, die zu spielen. Das Problem ist nur, dass die meistens sehr schnell kaputt sind. Ja, deswegen weiß ich halt nicht, ob ich einen Assassinen machen werde oder nicht. Was ich sonst noch gerne machen würde, wäre mal was Neues. Also sprich, ein Krieger wäre nicht schlecht. Wobei ich das mit den Zweihandschwertern nicht so schön finde. Aber ich habe ja auch gelesen, dass da mit dem Schild und dem Schwert nicht nur Paladine sind, also sprich nicht nur Tanks sind, sondern dass man die halt eben auch als Krieger auf Stufe 35 oder was das war, umrüsten kann. Und da bin ich dann wirklich mal gespannt, ob das vielleicht, ja, ob man damit vielleicht auch ganz gut arbeiten kann. Also ich sag mal, mit der Magierin lässt sich wirklich gut arbeiten, zumindest jetzt hier am Anfang. Ich weiß natürlich nicht, wie es später sein wird. Also das ist, ja, immer noch die große Frage. Wenn ich jetzt irgendwo Level 20 oder 30 sein sollte, sind die Gegner natürlich dementsprechend schwieriger. Da weiß ich nicht, wie sich das dann ändert. Ich bin gerade am Überlegen, ob Pooks da jetzt ein Spieler ist oder nicht. Aber ich denke mal, alles, was gelb ist von den Namen her, das sind wirklich die NPCs. Und ich denke mal, alles, was grün ist, sind Spieler. Also schön, dass wir das auch mal gesehen haben, weil bisher waren... Ja doch, da kommt, glaube ich, wieder ein Spieler. Bisher waren nämlich sehr, sehr wenig Spieler unterwegs. Oder ich habe zumindest nicht drauf geachtet. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Eine Folge gibt es auf jeden Fall noch im Angespielteil. Und wie gesagt, also vielleicht werde ich das so handhaben, dass ich da noch ein richtiges Let's Play von mache. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.